Okay, die tauchen gleich auf. Das heißt, vielleicht möchten wir die Spornfelder gleich haben. Mein Spiel hängt. Was ist das für eine Antwort, Luv? Das bedeutet, wenn du meine Schiffe, während hoffentlich mein Spiel das gleich einkriegt. Wie groß ist die Flotte? Glaube ich, nur ein. Was, eine Ein- oder Zwei-Flotte ist keine großartige Sache. Oh, ist sie an. Mein Spiel hängt, ne? Ja, ich sehe. Ja. Ich hatte gerade Penis abgeschossen und plötzlich so, nope. Also, ich warte, bis du fertig gespielt hast, ne? Ja, mach das mal. Weißt was? Weißt was? Ich nutze die Gelegenheit und hol mir einen Tee. Ha! Du das. Ja. Und diesmal habe ich sogar Zeit. Ha! Feuer einstellen. Verschieß den nicht. Den müsste ich leer geändert haben. Habe ich gerade wirklich. Ich wollte keine Harpyien-Schwärme losschicken. Okay, das Schiff ist trotzdem zerstört worden. War nicht zu retten, es ist zu nah rangekommen. Okay, das Schiff hat sich erledigt. Okay, dann erlegt sie einfach. Das, mein Freund, kannst du vergessen. Einmal Brutsäcke zünden. Triebwerke, macht sie weg. Bei ihr Angestellten muss ihnen Geld geben, um einen Job ausführen zu können. Daily EA Things. Aber wirklich. Dann wiederum, ich bin schon gespannt. Ich bin auf jeden Fall schon gespannt auf das Spiel. Wenn es läuft, dann wird es eine ganze Menge Spaß werden. Hey, wir sind nicht mal im Ladebildschirm hängen geblieben. Das ist schockierend. Auch da? Ah nein, ist sie nicht. Das Wort fliegt weg. Na gut. Aber was will man machen? Wir können keinen Schlachtruf, aber hier können wir tatsächlich einen zusätzlichen Bett bekommen. Dankeschön. Huch, wir sehen hier sogar die Void Worlds. Das ist das Lone Star System. Sehen die sogar schon. Das Hydrocordatus, stimmt. Hier fehlen ja ein paar Systeme. Schnell speichern. Luf, komm zurück. Bitte. Das ist eigentlich schon eine Autoschlacht, findet ihr nicht? Ich denke, das ist eine Autoschlacht. Oh verdammt, du bist nicht da, um diese Quests mitzubekommen. Verdammt! Nein!
once, great one. Ist nie passiert. Also das ist nie passiert, weil wir geladen, weil wir gespeichert haben. Wie läuft's? Wie läuft's? Ganz gut, ganz gut. Ich lade dich gleich neu ein. Ich habe gerade aus Versehen die nächste Schlacht Autoschlacht gemacht. Und dadurch diese Sequenz gekriegt, die du verpasst hättest. Ah, ich bin immer noch im Dings eingesperrt. Okay, dann Tastbänden. Kill dein Spiel bitte und ich lade dich ein. So. Ich dachte mir, ja, ich kann mir ganz kurz diese eine, das letzte System ja auch noch kurz mal per Autoschlacht mitnehmen. Und dabei hatte ich dann komplett ausgeblendet, dass dann direkt automatisch die nächste Sequenz starten würde. Ah. Das nächste Gespräch losgehen würde. Aber ich war klug genug, vorher zu speichern und habe kurz mal neu geladen. Ja, yeah, es hatte nur gehofft, dass wenn du fertig mit der Schlacht bist, es kann noch nicht eingeladen werden. Dass du fertig mit der Schlacht bist, dass es rausgezogen werden würde. Nein, du warst einfach weg. Oh. Ich bin nicht mal im Ladebildschirm hängen geblieben. Aber die Performance ist heute irgendwie besser. Für dich. Ich weiß nicht, ob du großartig mehr leidest, aber ich denke, wenn bei mir die Performance in die Knie gegangen ist, hat es auch für dich Probleme gemacht. Weil natürlich, wenn das der Host am Abkaspern ist. Ja, ich habe keine Soundprobleme oder so, diesmal. Ja. Genau, worauf ich hinaus wollte. Ja. Ah. Ja, Battlefield Gothic am Hades, weißt du, so heißt. Hat sie auch schon erzählt, dass es von der Unreal Engine gepowert wird? Noch nicht, nein. Nachlässt. Entschuldigung, wir wollten die Elderwelten gar nicht erst anfassen. Wir lassen die einfach von der Infiltration nehmen und dann ist es gut. Es war so, dass man konnte all diese Sachen überspringen. Unreal Engine. Ich weiß, aber das ist... Aber jedes Mal stellt es heraus. Nein, du überspringst sie nicht. Es geht einfach. Luft macht Tee. Quila. Client is connecting. Es hat mir noch eine zweite Ladung gefrorene Frühstück. Ah. Oh nein, das heißt, du kriegst wieder Gehirnfrost. Nein. Lene, weißt du, dementier es gar nicht erst. Ich muss halt warten, bis mein Tee gezogen ist. Du musst nicht einfach warten, bis dein Tee gezogen ist. Du wirst so lange warten, bis dein Tee durchgezogen ist und plötzlich wird es dann wieder dich einfach auf einen anderen Planeten schicken. Schlachtruf. Ich bin drin. Nee. Plötzlich. Oh nein, mein Tee ist kalt. Oder so. Autoschlacht. Ich hab meinen Tee vergessen. Das ist definitiv eine zertifizierte Autoschlacht-Situation. Aber den Durchbruch haben wir diesmal nicht bekommen. Dieser hat keinen Unterschied gemacht. Okay, gut. Können wir laden? Nein. Ich hatte kurz vergessen, dass wir nicht die Necron sind. Du hast dich traurig gemacht, nehme ich an. Ja. Gebranntes Kind scheut das Feuer. In der Hoffnung, dass es ihm Zeit verschafft, um den Dark Throne zu erwecken, hat Faron Kefrick Nemesor Amarkum befohlen, die Flotten in die World Worlds und nach Hydrokadot zu senden, um den Vorstoß des endlosen Hungers zu bremsen. Und mal schauen, wie lange das uns bremst. Für einen Man Zug kann oder den so. Den endlosen Hunger nicht bremsen. Wohl wahr. Ich nehme es aus Erfahrung. Oh, absolut. Ich meine, ich bin gerade sehr, sehr in Character, ne? Das ist wahr.
Okay. Wird mit geringer Biomasse. Die müssen wir gar nicht mehr infiltrieren. Diese Flotte kann sich dann theoretisch gleich um Hydrocordatus kümmern. Andererseits, nein. Sie denkt. Diese Flotte ist tatsächlich mobiler als die anderen. Diese hier bleiben da, wo sie sind. Diese beiden. Die geht nach Voidworld, zu den Voidworlds. Diese geht nach Hydrocordatus. Diese hier kann sich danach darum kümmern, zum Lone Star System vorzudrücken. So, schnell speichern und Zug beenden. Nein. Müssen wir Aldolon halten? Eigentlich nicht. Eigentlich brauchen wir Aldolon gar nicht. Andererseits können wir auch einfach den Schlachtbild einsetzen. Oh. Analysis reveals a choke point near Finret. There are high density storms interfering with Narval sensory cluster. Limiting potential Tyranid transit points. Propitious. But what do you wish of me? Additional vessels increase the chances of a successful blockade by a factor of 26.24%. So, you are asking for help? Ironic, from what I hear of your dealings with Admiral Catalia. She had her part to play. Her sacrifice brought valuable time. So the survivors always say. Very well. You will have what vessels can be spared. Nun, durch das Nest schlüpfen. Fabricator Cambrius könnte einen Weg gefunden haben, um das vorrückende Tyranniden im Aegis Ocularis aufzuhalten. Er hat Inquisitor Darkhammer dazu aufgefordert, ihm bei einer Blockade des Finref-Systems im Agrippina-Sektor zu helfen. Agrippina, ist jetzt offen. Du weißt, was das heißt, Lou. Es wusste, er fehlte. Du weißt, was das heißt. Ich weiß, was das heißt. Zeit, erstmal alles zu infizieren. Ah, ja, da ist der Rest. Du wusstest also nicht, was es heißt. Oh, nee, absolut nicht. Was mich traurig. Salax, müssen wir nicht infizieren. Aus Mann, das Caster schalte ich mal frei, damit wir es direkt initiieren können. So, ich denke, das sind alle gewesen. Ja. Der Ausnahme von Salax. Salax wird wahrscheinlich. Wird sich das Imperium Salax. Also, Chaos ist ausgeschaltet. Die machen keine Offensiven mehr. Das heißt, das Imperium wird sich wahrscheinlich Salax nehmen. Ja. Da noch warten, ehe das passiert. So. Dann kann direkt Agrippina komplett von Jeans, die dann überrannt werden. Wir unterdessen. Wir entsenden diese Flotte ins Void Worlds. Diese Flotte rüber nach Hydrocordatus. Sagte nach rüber. Gehst du rüber? Diese baut sich nochmal ganz kurz. Zwei weitere. Nein. Nicht kaustisch, sondern. Bioplasma. Wir können statt dieser Drohnen auch einfach Raumschiffe dazu nehmen. Blauen Kraken.
Mal zwei Klauenkraken. Okay. Dann zuerst Hydrocordatus. Ja. Gegen drei Necronflotte. Oh. Eine wichtige Person wurde gesichert, so. Beitreten. Das sind die Korrosionsgeschosssachen zum Teil. Korrosionsfall. Ich sehe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Raumschiff. Korrosionskraken, Korrosionskraken, kaustische Drohne, so, Schlacht. Wunderbar. Und dann werden wir sehen. Ich muss gleich die Sprachausgabe noch ein bisschen hochdrehen von der Lautstärke her. Die geht ein bisschen unter. Was tackelst du denn gerade? Naja, alles gut. Das war keine Frage aus Besorgnis. Das war eine Frage aus Verwunderung. Also Points. Missionen, Audio. So. Gut. Eins. Zwei. Wie lange habe ich den Tee jetzt ziehen gelassen? Das war die Frage, die ich mir gedacht, dass du sie stellen wirst. Drei. Ah, diese Sitzung. 10 Minuten, okay. Geh raus. Danke, Steam. Ja. Steam hat mir gesagt, wie lange der Tee gezogen hat. Daraus alles auf Nachladen zu stellen. Okay, wie geht das am besten an? Wo empfangen wir den Abschirm am besten? Ich denke hier vorne. Wo? Also wir können die hier vorne empfangen. Ah. Dann fangen wir sie auf diesem Weg hier sehr gut ab und können ihnen von da aus gut Schaden zufügen. Oder wir setzen darauf, dass wir die Feinde hier unten zerschossen bekommen. Oder hier. Sehr schöner Nebelfahrt hier. Schade, dass wir nichts gebrauchen können. Deswegen punkten wir wieder. Guck dir diesen wunderschönen Fahrt an. Ja, es wäre halt wirklich wunderbar eigentlich. Warum müssen die Feinde nicht uns engagieren werden, sondern... Ja, die Punkte. Ja, und das ist... Meine, da hinten ist auch noch ein riesen Asteroidenfeld, aber dafür sind wir nicht in der Reichweite für. Das Raumschiff wird auf jeden Fall sich absondern von der Hauptflotte, um Punkte zu nehmen. Okay. So diesen Punkt ja auch. Rot. Gut, dann. Entscheid du. Ja, wir gehen nach vorne. Wir gehen offensiv. Der Feind hat dann kürzere Nachschubwege zwar, aber das ist angenehm. Wir müssen nicht so lange warten und haben zumindest ein bisschen was zu tun. Das Raumschiff geht dann hier unten um die Flanke und holt sich den Punkt da. Okay. Hier schmeckt nach Pappkarton. Wie ungewöhnlich. Nein, das ist nicht ungewöhnlich für den Tee. Wir können auch nach da gehen. Das ist sogar noch besser. Wo? Wenn wir es nach hier, wenn wir es nach hierhin schaffen. Ah. Ich mein, wir können es versuchen. The enemy has seized a strategic area.